So. Wo wir noch so ein paar Blümchen finden. Hier haben wir noch eine. Habe ich die jetzt mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Ich sammle jetzt auch nicht alle ein, davon gibt es ja tausende hier, aber da können wir hier so ein bisschen am Wegesrand entlang rennen. Nehme ich jetzt einfach mal hier die mit. Und gucken wir mal. Jetzt natürlich auch nicht gemerkt, was wir da überhaupt brauchen oder was für Tränke wir überhaupt herstellen können. Aber das können wir dann gucken, ob wir vielleicht ein paar Sachen haben, um vielleicht mal ein bisschen was herzustellen. Irgendwie scheint aus dem gleich... Doch, kommt das. Da vorne ist was Rotes. Und ein Fragezeichen gleichzeitig. Und so ein Zeichen auf der Karte. Die Zahl links von den Gesundheitsbalken eines Gegners steht für dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist und Totenkopf hier, kennen wir schon. Das heißt, die hier werden wohl Totenkopf sein. Ja, Ghoul. Naja, okay, dann lassen wir die erstmal in Ruhe. Sollten unbedingt mal gucken, dass wir vielleicht so ein paar Level irgendwie anders auch kriegen. Ich weiß es nicht, wie das Ganze hier gebalanced wird, aber für mich ist es irgendwie so ein bisschen komisch, wenn wir jetzt schon hier rote Gegner überall sehen. Das kann ja nicht sein. Jetzt sollten wir hier langsam beim... Ich ruf mal das Pferd hinterher. Beim, ups, da teleportiert es sich. Beim Baron angekommen. Ah, ne, ist gar nicht das vom Baron hier vorne. Okay, da kommen wir auch so gar nicht rüber, sehe ich gerade. Hoffen wir hier mal weiter. Geht das hier auch, dass der automatischen Weg dann kann? Nein. Ich dachte schon. Ich dachte schon, man könnte den Geralt automatisch rennen lassen. Na, 40 Schritte entfernt. Okay, das ist also direkt hier vorne. Pflanze nehmen wir auch nochmal mit. Guten Tag, die Herren. Ich würde gern zum Baron. Wie, hä? Hast du mehr zu sagen? Boah, ihr seid ja zwei richtig helle, ne? Super, dass ihr hier Wache steht. Und auf der Seite kommen wir dann doch hier rein. Finde den Baron. Mal gucken, wollen wir das Mädchen mal fragen. Wo ist denn der Baron, du Mädel? Wie Ausländer. Wolltest du dich beleidigen? Jemand hat meine Puppe geklaut. Viel zu sagen haben die hier anscheinend nicht. Was der Händler denn hier zu bieten hat. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Der sieht eher aus, als ob der ein Schmied wäre, als dass er irgendwie was verkaufen sollte. So, jetzt können wir mal ein bisschen was verkaufen hier, oder? Ja, machen wir mal die Stöcke mal loswerden, die Axt hier. Das Langschwert, das andere, das halt behalten wir natürlich. Wo können wir ihm solche Sachen hier verkaufen? Weil die wollen wir eh nie wieder anziehen am besten. So. Andere Gegenstände hier. So Kerzen können wir verkaufen. So, eigentlich können wir hier von fast alles verkaufen, oder? Ich glaube, dafür ist es da. Gegenstand ist unverkäuflich. Puppe. Aber wir können Sachen auch in Handwerksmaterialien zerlegen, sehe ich hier gerade. Machen wir das doch nächstes Mal lieber. Wir haben jetzt 430. Wirkungsdauer 20 Sekunden, 5 Sekunden. Heißt, umso mehr Sekunden, umso besser oder nicht, ist halt jetzt die Frage. Ich sag mal, ich kaufe mal hier eben das Brot ab zumindest schon mal und... Boah, das Wasser kaufen wir gleich auch mal eben mit ab, so. Ich würde mal sagen, das reicht auch. Lebwohl. Und dann gucken wir mal weiter hier, was so gibt. Eben den Hexersinn benutzen und gucken, ob hier irgendwo was ist. Klauen dürfen wir eh nicht, das heißt, wir gucken mal, dass wir zum Baron rennen. Und gucken, ob wir irgendwo auf dem Weg vielleicht mal einen Schmied oder ähnliches sehen. Das Tor schwang er auf jeden Fall auf, als ob er irgendwie Hulk wäre. Überlegt, dass es eigentlich so ein dickes Ding wäre. Ja, hier, schreibt mal nicht so rum, ey. Ist der Baron? Ich bin Geralt. Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst erst kürzlich hier. Du wolltest doch brav deinen eigenen Weg gehen. Hab ich. Hat mich hierher geführt. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Oh,
Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Als ob euch das was bringen würde. Öffnet das Tor! Feldwebel! Ardal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nun? Ja, ja. Bist du ein Verlässlicher, ey. So. Hier gibt's ein schwarzes Brett, das können wir mal eben angucken. Auspeitschung, unsere Hündin hat geworfen, bla. Auftragskreischling. Wen es interessiert, hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei den Krähenfels eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine staatliche Belohnung, Hilfe! eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässlich gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer. Bla bla bla, nimm mal mit. Dafür muss er direkt angesprochen, oder? Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur. Ui, ein Schmied. Sorry. Herr, warte mal eben auf mich. Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen. Oh, ein Zwerg? Wie kann ich helfen? Puh, das ist auch nicht schlecht. Guck mal hier, was der dazu sagt. Ah, okay, da können wir jetzt Zutaten quasi geben. Und dann kann er uns das machen. Links auf dem Bildschirm siehst du Liste! Der Schema ist in deinem Besitz. Verwende A, um Schemas auszuwählen und bla bla bla. Rechts siehst du Beschreibung des aktuell ausgewählten Gegenstands. Ja, das ist ja wie bei der Alchemie auch. Gut. Wir können eh nichts herstellen. Dazu müssen wir wahrscheinlich alte Sachen zerlegen. Und dann können wir hier Sachen herstellen und davon neue Rüstung bauen. Okay. Sollten wir dann vielleicht mal demnächst ein bisschen mehr drauf achten. Reparieren würde ich ganz gerne dieses Schwert. Ja, danke. Gut, was können wir hier? Verbesserungen entfernen? Nein. Zerlegen. Haben wir was, Sachen, die wir zerlegen können? Was ist das hier? Das Stahlschwert möchte ich nicht zerlegen. Bringt uns jetzt irgendwie nicht als so viel, ne? Wir hätten das Schwert vielleicht gerade nicht verkaufen sollen, sondern mal zerlegen sollen. Dann lassen wir das mal. Gucken, ob der uns auch irgendwas sonst noch verkaufen kann. Hui. Okay, der kann uns auch so Sachen verkaufen. Die sind aber nicht so günstig. Ich glaube, das können wir uns alle noch nicht leisten. Ne. Muss man demnächst mal vorbeigucken. Und sagen jetzt erstmal, leb wohl. Gut, dann wo ist der Typ hier, den wir da stehen lassen haben? Der jetzt nicht mehr mit uns reden will. Ist auf jeden Fall ein bisschen sauer, der gute Herr Feldwebel, hä? Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffe vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf Schaden auf deine Waffe. Ja, machen wir doch mal. So. Was mich mal interessiert, jetzt mal ganz kurz nochmal. Ist dieses Schwert jetzt besser? Tatsächlich nicht, ne? Minus 26, kann ich mir kaum vorstellen. Plus 26. What? Na dann, bleibe ich doch erstmal bei der Axt. Oder ist das jetzt nur plus 26, weil ich die gerade aufgewertet habe? An diesem komischen Ding. Muss man später auf jeden Fall nochmal angucken. Ich sag euch, so. Sag euch, wo die Beute ist. Es geht nie ab. Hey, wo zum Teufel gehst du hin? Das hätte ich jedenfalls gemacht. Den Preis für ihre Hilfe? Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen. Ah. Können wir wahrscheinlich nicht mehr allzu viel machen.
Wache des Barons, okay. Hier hat mir so ein Pfeil angezeigt, ein roter. Sind die irgendwie aggro? Ey, macht ihr mich an hier? Was willst du eigentlich, hä? Oder du hier? Hä? Ich bin ein Hexer. So, guck mal, was der Baron uns zu sagen hat hier. Wir sollten ja langsam mal da sein. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Ja, schon wieder hier, ey. Scheiß Schwarzer. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Mhm. Es ist einfach nur Geplapper. Ich bin nicht zum Reden gekommen. Sag mal, ein bisschen freundlich. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drin. Okay. Nun gut. Ich werde dir folgen. Dann erzähl mal, guter Herr. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Oh ja, wenn er nicht leer wäre. Sehr gerne. Nicht. Ganz nach als meinem Hexer. Geschmack. Nach Voltes und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt Philipp Strenger? Euer in Ernst? In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Grauenvoll. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Mhm. Willst du mir etwa drohen? Was soll das heißen? Drohst du mir? Oh, du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Nein, ich drohe dir nicht. Soll das heißen? Ich sag's frei heraus. Ich weiß, wen du suchst. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Okay, jetzt kriegen wir eine Sequenz, oder wie? Lädt auf jeden Fall irgendwas. Baron scheint auf jeden Fall irgendetwas zu wissen. Sie kommen jetzt da schon. Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Okay. Ist echt groß geworden. Kleine. Was hat sie denn da um den Bauch für einen Gürtel, Mensch? Oh, wir können sie spielen. Okay, wenn wir als sie spielen, haben wir keinen Zugriff auf das Inventar und können keine Zeichen wirken. Das war knapp. Ich muss hier weg. Ah, wir können Sachen sammeln. Okay,
Geralt die dann auch? Dann mache ich das nämlich. Ich mach das einfach mal. Wenn wir schon hier sind. Wir haben auch nur ein Schwert. Das nehmen wir mal mit. Die steuert sich eigentlich ganz cool. Können wir nicht sie spielen stattdessen? Okay. Mal gucken, was sie so kann. Die macht auf jeden Fall ganz gut Damage. Und schnell ist sie auch noch. Das gefällt mir. What zur Hölle? Alter, macht das Spaß mit ihr. Habt ihr das gesehen? Ich bin Flash, Mann. Irre. Ich möchte sie bitte immer spielen. Alter, ist das gut. Da oben sitzt einer. Mädel. Da oben. Kannst wieder runterkommen. Das ist ein Mädchen. Das ist die, die wir beschützt haben gerade, ha? Guck mal, Siri fängt auch schon an, ihren Narben im Gesicht zu bekommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Wollen wir mal ein bisschen stark vor dem Mädchen hier wirken, würde ich sagen, oder? Nicht, dass sie noch mehr Angst kriegt. Ich verirre mich nie. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen. War nicht so viel. Was ist dir denn passiert? Das ist gar nichts. Als ob die uns das glaubt. Und was machst du hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Der Vater. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Ach, Mädel. Weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Ist aber lieb von dir. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Keine Angst, schau, ich beschütze dich. Was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ja, auf jeden Fall ein schickes Schwert. Ich helf dir hoch. Na, kommt da noch was? Nee. Ich wollte eigentlich noch eine Runde looten, Leute. Wenn ich da jetzt wieder runterspringe, komme ich da wieder hoch? Ich lasse es mal lieber. So. Da sind die nächsten. Hilfe! Na kommt her, ihr Mistviecher. Na? Du auch? Oh, sie ist so schön schnell, ey. Das ist irre. Ob wir das mit Geralt auch kriegen können, hier dieses... Na? Sie kriegt so wenig Schaden vor allem, ey. Guckt euch mal, die macht doppelt so viel Damage wie er mit seinem Schwert. Also ich glaube, wir sollten echt mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Level kriegen oder so. Wird sich das so ein bisschen angleichen vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben gerade gegen Level 7er gekämpft. Das sind Level 5er. Ich weiß ja nicht. Du kannst jetzt rauskommen. Komm her, Mädel. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. So, nehmen wir hier alles mit, was wir mitnehmen können. Vielleicht kann man das ja irgendwie noch gebrauchen. Ist hier hinten aber auch einen getötet oder ist der nur so weit geflogen? So, hier ist auch noch was. Dann gehen wir weiter, Mädel. Na, hast du nichts zu sagen? Was liegt denn hier? Ist das dein Vater? Da ist etwas. Guck mal lieber weg, Mädchen. Och du Scheiße. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber. Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Boah. Scheiße. Bitte lass es nicht ihr Vater sein. Blut unterlaufen, aber noch feucht.
Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Scheiße. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Die Beine sind weg hier. Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Hm. Was ist das? Kein Mark mehr. Also ausgesaugt, hä? Okay, und was ist mit dem Bauch? Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Auch gegessen. Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Fassen wir zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf.